Hallo und herzlich willkommen beim Red Talks für unser Let's Play mit MotoGP. Ja, so, wir haben Aktivitätstagen. So, ich werde sagen, wir nehmen diese Technikbesprechung. Ja, so, das nächste Rennen ist das Red Bull Grand Prix of the Americas. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich habe auch jetzt gemerkt, so, wo waren die letzte Mal was gewesen und ich hoffe, das wird auch wieder gut gehen. So, KI sehr leicht, Sie sehen auch, aber trotzdem, das Spiel bleibt schwer. Bis gleich. So, willkommen auf the Circuit of the America. So, diese Rennstrecke auf USA. Und wir gehen rein. So, erstmal machen wir ein paar Einstellungen wieder mit dem Motorrad. Dass wir schaffen auch was gut. So, Motorradeinstellungen, jawohl. Erstmal Angeleiteinstellungen. Und da werde ich sofort sage gerade Geschwindigkeit, Niedriggeschwindigkeit, ob Änderung übernehme. Und da werde ich noch die Reifen ändern. Aber dann mache ich nicht so viel Änderung, weich. Die Runde Grip nützt aber schnell ab. Okay, wir nehmen weich. Wir lassen es so, wie das ist. Und wir fahren los. So. Und zur Strecke. Und mal sehen, was wir machen. So, jetzt geht los. Für den Moment, so, wir sind nicht allein. Sie sehen auch gerade, da sind schon ein paar Kollegen unterwegs. So, Gegner, Kollegen sind das auch nicht so wirklich. Ja gut, bei die Rote darf ich fahren. Aber ihr nicht, so kann's. Ja, das Streck hier ist, wie ich erinnert mich noch, auf die erste Saison, der war auch schon schwer. Aber wenn ich kann auch wieder was gut machen, wäre auch okay. Wie ihr seht, ich habe auch die erste gute Zeit hingelegt. Und ich bin schnell unterwegs, ich sehe auch gerade, wo ich mache ein paar Fehler, aber und bremst. Oh, das hat auch sich nicht berechnet als Abkürzung. Oh, da bin ich froh dran. Ich habe gedacht, ich habe abgekürzt, aber nein, das war das nicht. Aber wir sind sehr schnell unterwegs, sage ich auch euch. Ihr muss mal gut bremsen. Das sind die Passagen, wo da kann ich auch Zeit verlieren. Boah, das war auch knapp gewesen, aber wir haben keine Strafe. Ah, oh, und jetzt sind wir langsam geworden. Ja, ich muss raus jetzt. So, Achtung. Ja, ich habe ein bisschen Unfall gebaut für die andere.
So, aber trotzdem, das wäre doch gar nichts, diese erste Runde. Trotzdem, fünfter Platz. Fünfte Position. Aber wir können besser machen. So, ich bin auch wirklich enge in die Kurve, aber das ist okay. Ei. Hier habe ich Problem. Das wird wieder nichts, diese zweite Runde. Ja, wie gesagt, die Strecke, alle Strecken sind nicht das gleiche. Und das sind wir auch abgerutscht. Oh, er ist auch gerutscht. Haben Sie auch gesehen, ne? Nicht sagen, dass ich war das, ne? Er ist selber gerutscht. Da war Ölfleck auf die Strecke. So. Aber wirklich, die zweite Runde war, ist nicht so mein meine Teacup. Und da sind wir auch sehr, sehr langsam geworden. Okay, aber hier, hoppla! Er sollte nicht unbedingt mich verfolgen. Hallo, was ist das hier? Hoppla! Ich bin auch bald umgekippt, ey. Aber Sie sehen, dass meine erste Zeit, der ist schon viel besser überholt. Jetzt stehe ich in die 21. Platz, ey. Sogar jetzt. Oh je. Da muss man jetzt aufpassen, dass ich mache jetzt eine gute Zeit jetzt. 24 sogar. Oh, ich rutsche sehr, sehr schnell. Okay. Hoppla. Er wollte dieselbe. Ja, die sind wieder viel zu schnell unterwegs. Keine Ahnung, warum meine Motorrad so langsam ist. War das die falsche Entscheidung von mir, diese Mahindi-Rad zu nehmen? Wäre lieber vielleicht viel stärker gewesen, diese Peugeot zu nehmen. Das kann auch sein, ne? Weil da waren nur am Anfang, Sie haben auch gesehen, zwei Motorrad auswählen. Und irgendwie passt diese Mahindra nicht so ganz schnell. Ist sie gar nicht. Okay, jetzt Achtung. Ich habe wenige Fehler gemacht. Aber trotzdem, ich bin trotzdem nicht gut. Ei. Alle haben mich wieder abgesetzt. So. Irgendwie, da brauche ich wieder Peps mit dem Motorrad. Ach sowieso, der Streck ist auch schon schwer. Hein? Ei, ich komme raus.
Okay, mal gucken, mal gucken. Ich werde sagen, ich gehe zurück in den Box, weil das wird nichts wieder. Oder mache ich wieder ein paar Änderungen an der Motorrad. Das Setup ist immer wichtig mit dieser Maschine. Motorradanstellungen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, wo liegt die Problem? Kurveingang im Kurve. Herauskommen aus der Kurve. Die Geschwindigkeit ist so niedrig. Änderung übernehmen. Okay. Und jetzt. Wir gehen los zurück zur Strecke. Weil ich glaube, das sind die beste Setup. So mit dieser Maschine. Erstmal hohe Geschwindigkeit in gerade und wieder volle Tempo, wenn sie kommen raus aus der Kurve. Jetzt mal sehen, ob das sich rentiere. Das könnte auch ein guter Setup werden. Aber wie gesagt, ich muss auch immer ein bisschen bremsen, dass ich komme auch nicht so auf die. Und wir sind wieder. Zu langsam, aber das ist auch wieder der Raum, wo ich bin auch wieder nicht warm. Ich war auch gerade in die Pitstop und dann muss man ein bisschen Geduld haben. Und ihr Herr, ich habe es auch gut genommen, die Kurve. Ja, mein Ziel ist immer die Top 20 zu erreichen im Qualifier, aber so, jetzt geht die Setup ein bisschen besser als vorhin. Rems, die überholt mich auch alle, weil ich war auch falsch. Aber mein Liebe, was haben die für Motorrad? Da komme ich auch nicht so. Mitzuspielen. Aber gut, ich komme wieder zurück. Und da habe ich auch falsch genommen, die Kurve. Aber schön Verbesserung. Verbesserung ist da gekommen jetzt. Super genommen, die Kurve hier. Vielleicht wird auch eine gute Zeit wieder. Wo ich sehe, dass die Maschinen vor mir, die sind auch viel schneller. So. Trotzdem, Verbesserung haben wir gemacht. So, jetzt geht los, ich muss Tempo geben. Hier war ich vielleicht ein Tick zu langsam, aber trotzdem,
Ich habe keinen Unfall gebaut und ich habe auch keine Zeitstrafe bekommen. Ich habe alles sauber genommen. Gut, ich komme ein bisschen raus immer. Da war auch knapp gewesen, aber trotzdem gut genommen. Vielleicht erreicht man die Top 20 jetzt gerade in diesem Raum. Das wäre auch super. Mehr ist für den Moment nicht drin, sage ich euch. Leider muss ich euch wieder enttäuschen vielleicht. Aber wir sind schon besser. Ja, 14. Platz. Oh, das lockt mir schon. So, machen wir die letzte Runde. Mal gucken, ob ich kann besser machen, aber ich glaube, das war schön. Eine sehr anstrengende Zeit. Ah, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ah, ja, ja, ja. Hier komme ich raus und ich will auch nicht. Okay. Nee, da wird es wieder nichts. Wir sind zu langsam geworden. Aber wie gesagt, ich wollte auch keine gewählt, so keine Faulware, so keine Strafzeit. Dafür habe ich auch niedrige Tempo dran gelassen und ja, jetzt zahle ich dafür. Aber trotzdem, ich muss zugeben, das 14. Platz für den Moment, das ist gut. Nee, das wird wieder nichts. Aber wir machen trotzdem noch das Round am Ende. Und machen wir sofort die Rennen. Ich habe gedacht, dass vielleicht ich erreiche ein bisschen mehr Druck an dem Spitz, aber nein. Da war wieder nichts. Nichts mit Druck für die. Für die Gegner ist keine Druck, sage ich euch. Die sehen mich nur als Outsider. Eh? Die müssen sich auch fragen, wer ist das? Der Red Tox? Ah, kennt man nicht. Ja, so ist das. Ich bin unbekannt in diesem MotoGP 17 Ergebnis. Aber das kommt noch. Keine Panik. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Wir sind viel zu langsam. Okay. Aber wir gehen zurück zur Boxe. Und dann machen wir Vorspül. So. Ich bin 14. Mal schauen, ob ich bleibe 14. Aber schaut ihr das an. Ich war mit 2,31 und 2,30 ist schon belegt die 10. Platz. Ne? Und trotzdem. Bleib mal 14. Platz. Was wollt man besser haben? Ich bin zufrieden. So, jetzt zu rennen. Ich hoffe, dass wir erreichen was. Und los geht's. Und bereit? Und los geht's. Guter Start. Wir haben schon eine
Position überholt. Nee, kann, noch nicht ganz. Das wird eng hier. Ja, wie gesagt, ich habe so viel gebremst auf einmal, ja. Ja, trotzdem, ich kann mit alt. Boah, ja, das war enge. Hat trotzdem gut gelungen. Ah, der Wanderer. Er will mich voll abschieden mit seiner Honda. Wer gewinnt? Honda oder meine Maschine? Für den Moment Ausgleich, oder? Aber ich komme zurück, das ist super, fantastisch. Fantastico ist das. Es scheint, dass die Motorrad viel, viel, viel schneller ist. Ah, da freue ich mich drauf, ehrlich, dass endlich mal wir können uns jetzt reinkommen in diese Obfeld. Und ob noch eins überholt, jawohl. Okay, die kommen alle schnell zurück, weil ich habe auch so gebremst. Das nochmal sollte ich nicht bestimmt. Aber ich komme wieder zurück. Glauben Sie mir, dass die Motorrad hat so eine Top-Anstellung, wo ich habe auch nichts mehr gemacht. Nur die letzte Mal habe ich gedacht, oh, der ist gefallen. Oh, Entschuldigung. Ah, und jetzt mache ich auch Fälle. Okay, das lief alles gut. Aber der sechste vor mir, der geht mehr schneller als ich. Ey. Oh, und jetzt kommen alle, die so reinmarschieren auf mich. So geht das nicht, Kumpel. So, jetzt vielleicht den sechsten überholt, das wäre auch super. Aber der kommt auch immer, er ist auch sehr, sehr schnell. Ne? Das sehe ich gerade, aber ich habe ihn überholt. Oh! Ah, das ist super jetzt gerade. So, aber jetzt nochmal, er ist auch sehr schnell, der andere hinter mir, der
Er kann auch mich wieder überholen, aber... Oh, ich krieg eine Zeitstrafe. Oh je, oh je, oh je. Da war zu viele. Ja gut, mach nix. Ich überroll das noch. Hoffentlich, das wird auch nicht einen Platz kosten. Aber ich sehe schön, das ist eine dicke Strafe, oder? N633, oje, oje. Dann wenn die zieht das ab auf meine gesamte... Oje, oje. Da rutsche ich auch wieder drei Plätze zurück. Dann werde ich sagen, ich muss unbedingt die fünfte Platz und vierte Platz sogar überholen. Ja, weil der Sieb, der ist nicht so weit weg, eh? Wo ich wollte auch nicht schneiden, eh? Ich habe auch gesehen, aber trotzdem, das war zu spät. Ah, vielleicht schaffen wir das. Immer für den Moment Sechste. Aber wir sind auch nicht so weit, wo die abfällt. So. Das sind drei, die sind mal schön. Der Fünft, dem kann ich noch sogar überholen, wenn es so weitergeht. So, kein Fehler mehr mache jetzt, weil das wird sehr kritisch sonst. Ein bisschen auf die vorletzte Runde. Eieiei, ihr werdet kritisch. Das habe ich auch schon. Oh, und wieder Zeitstrafe genommen. Oje, oje. So, er hat mich überrollt, der Antonelli, aber dem überroll ich noch. Eieiei, ich mache auch viele Fehler. Sie sehen auch in die letzte. Ja, super, jetzt haben die mich alle überrollt. Aber Achtung. Wir haben sogar 2 Sekunden Strafezeit. Ey. Da wird mal rutschen. Dann muss ich unbedingt wieder zurückkommen. Ah, la, 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 la. Und super, wieder überholt, sauber überholt. Aber der Antonelli, der lässt sich, und der andere auch nicht. Ah, Bewegung, du. Aber der Antonelli, der ist schnell unterwegs, eh? Das wird gut, wenn der fällt. Aber ich habe ihn überholt. Ah, der überholt mich auch. Ah, der Antonelli, der Kampf.
Aber die zweite Strafe, ich rutsch locker um zwei Platz hinten. So wie das war einmal gewesen. Und hier muss ich aufpassen. Ich mag nicht diese. Wow, super. Ich komme sehr, sehr schnell zurück zu den Antonelli. Das wäre super, wenn ich überhole ihn trotzdem, weil wir werden auch nicht so. Ich werde auch nicht so viel verlieren. Und wir sind in die letzte Runde. Ich hoffe, dass ich bleibe auf die siebte Platz. Ah! Da hat er mich auch gezwungen, aus der Strecke zu gehen. Hallo! Ah, ich war siebt und jetzt alles verloren wieder. Aber gut, ist noch nicht vorbei. Ich gebe mein Best, dass ich kann auch wieder zurückkommen auf die siebte Platz. Aber das wird schwer, Da kommt wieder der andere auf die neunte Platz. Der will unbedingt vor mir kommen. Ah nein, ich lasse ihn nicht. Ach, er kommt sowieso durch. Ah, und ich habe auch gerutscht. Haben Sie gesehen? Ah, ich bin auch gerutscht in die letzte Kurve. Eieiei, die Reife war auch nicht so die beste. Aber gut. Ich habe euch gesagt, durch die Straße. Ich bin gerutscht auf die 13. Platz. Aber trotzdem, war ein guter Rennen. Das war optimal gewesen, wenn da werde ich auch wenige Fälle gemacht. Aber ich bin zufrieden trotzdem. Wir sind in dem Podium nicht, aber für die Punkt, für die Sponsor, das reicht schon. Vielleicht muss man sogar noch eine dritte Saison machen mit Moto 3, aber ich hoffe nicht. Ich will auch die MotoGP 2 anfangen. Vielleicht sammeln wir noch das Geld und mal guck. Das ist noch alles nicht vorbei, aber trotzdem gute Rennen gewesen. Schade über diese kleine Probleme, aber das könnte immer passieren. Okay, wir sind 15. Ne, wir sind 13 und haben die Ziel und das Rennen geschafft. Und kassieren wir noch Geld. Ganz locker. Und dafür, ich bedanke mich noch und wir sehen uns in die nächste Folge für diese nächste große Preis. Wir haben noch viel Euro mit Motorentwicklung und dann ich hoffe, dass die Motorrad wird richtig Gas geben. Aber bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut und bis die nächste Folge und ciao!